Leute. Ja, wie ihr seht, ne, es ist abends um 7 und es ist scheiße heiß und ich bin mich die ganze Zeit Haare am nass machen, T-Shirt am nass machen, dass es nicht so heiß ist. Tagesupdate. Ich hatte so einen verdammt geilen Scheißtag. Unglaublich. Ich bin aufgewacht. Und die machen immer weiter. Die reiten sich immer mehr und mehr und mehr selber in die Scheiße, ohne dass ich irgendwas machen muss. Es ist so unglaublich scheiße geil. Ich könnte mich weghauen. Es ist... Oh. Facebook ist die genialste Erfindung überhaupt. Es ist so geil, was da abgeht. Ich könnte mich wirklich einfach nur weghauen. Wie kann man so dämlich sein? Heute Morgen meldet sich irgendeine Tussi auf YouTube an, um einen Kommentar von mir... Nee, zwei Leute haben sich heute Morgen extra angemeldet, um einen Kommentar abzugeben, die inzwischen gelöscht sind. Wie kann man so dumm sein, sich extra anzumelden, einen Kommentar abzugeben und dann löscht man es wieder? Hä? Was macht das denn für einen Sinn? Denkst du, mit deinem dämlichen Kommentar verletzt du mich oder irgendwas? Wie dumm? Ich denke mir echt die ganze Zeit für, wie dumm haltet ihr mich? Ehrlich, nein, es ist unglaublich. Es wird nur noch lustig. Das geht jetzt voll ab. Ich habe da Unia geschrieben, ich habe DHL geschrieben, ich habe Anzeigen. Ich habe volles Programm aufgehoben. Ich habe meine E-Mail-Adresse gelöscht. Nur mal so als Info, ne, nebenbei. Ich habe es extra öffentlich auf Facebook gepostet. Ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Scheiß. Hallo? Es ist viel zu spät. Es ist vorbei. Es ist mehr als vorbei. Ach Gott, scheißegal. Nee, jetzt macht es einfach nur noch Spaß. Es macht einfach nur noch Spaß, weil die Leute so dämlich sind und sich einfach selber komplett in die Scheiße reinreiten. Ohne dass ich irgendwas machen muss. Mit allen Aktionen. Ich könnte mich weghauen. Es ist zu geil. Okay, Tagesupdate. Ich war in, oh, verdammt geile Scheiße, in einer Ghost Town, Goldmine. Ach, ich habe keine Ahnung. Das war so eine alte verlassene Westernstadt. Die haben sie halt wieder ein bisschen hergerichtet, so wie es damals aussah. Und mein Opi war ja Bergmann und es war einfach viel zu heiß. Es war viel zu heiß. Ich muss unbedingt nochmal hingehen, weil ich will die Minentour machen. Durch meinen Opi. Ich mag da halt mehr drüber erfahren. Deswegen bin ich auch da hingefahren, weil ich es einfach so interessant finde über die ganze Story. Und ja, es ist wirklich, es sieht genauso aus wie in Wildwestfilmen. Es ist wahnsinnig geil gewesen. Es ist. Und dann saß ich im Salon, hab Mittag gegessen und der Barmann konnte ein bisschen Deutsch. Und oh Gott, wir hatten so einen Plausch. Wir haben die ganze Zeit auf Deutsch geredet. Das war so lässig. Mitten in Arizona, in einer Geisterstadt, kann ich Deutsch reden. Es ist. Ach Gott, ich hatte einen wahnsinnig fantastischen Tag. Jetzt gibt es noch Krav Maga-Kurs am Abend. Wobei ich noch nicht ganz weiß, ob ich... Ich bin heute wieder so auf der... kreativen Ebene unterwegs. Ich bin gerade wieder den Garten am Herrichten und so ein paar Details am Machen. Boah, das muss ich euch zeigen. Das ist so unglaublich geil. Verdammte Scheiße, ich habe... ich wollte mein Gartenprojekt eigentlich erst zeigen, wenn es fertig ist. Egal. Aber ich habe da so ein paar Sachen gepflanzt und getan und gemacht. Und das war... Ich habe die Sachen vor 2 Tagen gepflanzt. Vor 2 Tagen und das explodiert. Verdammt geile Scheiße. Es ist... Oh. Das Klima hier ist natürlich, um Pflanzen zu züchten und Gemüse und Blumen und Obst und natürlich genial, ne? Also stand auf den Verpackungen drauf, das würde bei uns nie funktionieren, nie, wenn ich überlege, wie lange das, ich habe ja bei mir im Garten auch ein ganzes Beet angelegt und so viele Sachen angepflanzt, wenn ich überlege, wie lange das gebraucht hat, bis das überhaupt mal rausgekommen ist und nach 2 Tagen ist, es ist so geil. Ja, wie ihr merkt, es läuft so scheiße geil. Ich bin im Moment einfach nur...
Ja, ich könnte mich weghauen. Nee, was mein. Es stehen so viele Leute hinter mir. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Es ist unglaublich, was da gerade passiert. Ich liebe es. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich mit einem scheiß YouTube-Channel, mit einem Video so viel Aufmerksamkeit kriege, dass die sich selber komplett in die Scheiße reiten. Hätte ich nie für möglich gehalten. Aber es läuft. Es läuft mehr als gut. Es ist unglaublich. Der Tag heute, das Telefongespräch mit der Post, oh, das war so geil. Das war so geil. Ich war mir halt nicht mehr sicher, ob es die Post war oder ob es von DHL kam. Oder ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es überhaupt DHL war. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es stand halt Express drauf, keine Ahnung. Und der hat mich ja verarscht. Ne? Das war ja kompletter Fake und alles. Und hin und her mit Paket und Einschreiben. Und dann habe ich bei der Post angerufen und habe die Sache geschildert. Und die Dame, die war fantastisch am Telefon. Wo ich dir das erzählt habe, dass der ins Haus reingekommen ist, ohne Klingeln an mein Zimmer geklopft hat, ins mein Zimmer reingekommen ist und meine Schränke durch. Die hat gesagt: Hey, hallo? Wiederholen Sie das bitte nochmal? Und ich so: Ja, das ist wirklich passiert. Und sie: Nein. Ich so: Moll! Genau so ist das passiert. Die wollte mir das nicht glauben. Und ich so: Moll. Deswegen rufe ich. Nee, ich hätte es ja damals schon gemeldet. Ich habe es an dem Tag oder 2, 3 Tage später habe ich es meiner Freundin erzählt, was da passiert ist. Aber das war halt der Zeitpunkt. Mir ging es am Arsch vorbei. Ich will meine Zeit, wollte meine Zeit nicht damit widmen, sie zu verschwenden für die Idioten, ne? Aber nach gestern. Mir war die ganze Zeit klar, dass das kein normaler Postbote war. Noch nicht mal ein DHL-Bote. Das war irgendein Scheiß-Lakai von der. Es ist noch nie jemand ins Haus gekommen. Noch nie. Und dann kommt ein Einschreiben von meiner alten Chefin und der bricht ins Haus ein, bricht in mein Zimmer ein und durchsucht meine Schränke. Das soll ein Postmann sein? Ein DHL-Mann? Natürlich. Ich bin ja so dumm und glaube alles. Natürlich. Ich bin ja 10-mal gegen die Wand gerannt und trinke zu viel Alkohol und rauche zu viel. Und natürlich postet immer weiter so geile Kommentare. Immer vorwärts. Es läuft wirklich von alleine. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist so unglaublich geil. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich hatte noch nie so eine Situation. Es ist einfach unglaublich geil. Und die machen immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bitte, bitte, noch mehr. Bitte, wann kriege ich endlich meine Anzeige? Bitte, 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 verklagt mich. Bitte, verklagt mich. Es ist nie. Wie kann man so dämlich? Ich habe noch nicht mal mehr eine Adresse. Und dann drohen die mir mit einer Anzeige? Ich meine, hallo? Nein, egal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe der Unia geschrieben. Ich habe alles getan und gemacht, was ich konnte. Jetzt wird es richtig lustig. Jetzt wird es verdammt lustig, was jetzt alles passiert. Ich freue mich drauf. Danke für diese Kriegserklärung. Ihr seid die Geilsten. Dafür liebe ich euch, dass ihr euch selber so sehr in die Scheiße reitet. Es ist echt unglaublich. Es ist. Ich habe nie gedacht, dass das so einfach ist. Dass das von alleine läuft, ohne dass ich was machen muss. Ich weiß, ich wiederhole mich. Es tut mir leid. Aber es ist einfach so. Okay, liebe Leute. Ich wünsche euch. Was ist denn jetzt? Bei uns ist es. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön!